Ups, hallo YouTube. Hallo. Ein Goldkühler. Ja, warum eigentlich nicht? Zellen haben wir nicht in der. Nee. Ach, Vampir, ich habe was rausgefunden. Wir haben jetzt unten diesen wunderschönen Miner. Dadurch bekommen wir jetzt auch geladenen Zapdos-Quarz und sowas. Hab ich gesehen. Ja. Also dieses ganze Zeug, was wir eigentlich auch ganz gut gebrauchen können. Du kommst rein, du kommst rein und du kommst rein. Vielleicht. Okay, das war jetzt die ganze Menge. So, Genie rüber rechts, glaube ich, bloß so ein Einfress-Chemie-Kabel aus, ne? Ich glaube, das hatte ich aber schon mal gefragt gehabt. Das weiß ich nicht. Also, ob du schon mal gefragt hast, das weiß ich nicht. Und das andere weiß ich auch nicht. Du gerade dabei, Terras hier zu machen? Nö. Was es sieht? Wie Nö. Tier 5? Terra ist Tier 6. Ach so, ja, stimmt aber was. Die könnte ich gleich gebrauchen. Papino-Erzähler, also ein bisschen was. So ein Schwank aus seiner Jugend. Also du nicht. Wie jetzt? Emerald Seeds. Okay. Du musst dein Loch hier erweitern. Mein Loch. Also meins oder Vampirs? Du deins. Welches Loch? Das Loch, was ich hier erschaffen habe. Oh, gut. Wo bist denn du? Ich würde es ganz gerne mal angucken. Weil wenn du sagst, das hier oder was? Das hier. Achso, das ist. Ich hab da was. Ach, du willst ja noch einen Controller anpacken? Nein, da kommt kein Controller ran. Warum hast du das jetzt getrennt? Ich hab's nicht getrennt. Ich hab's nur erweitert. Jetzt sind das 12 Blöcke. Ach so, okay. Ja gut. Mensch, Flo, also echt. So, warte, da habe ich gleich noch was gleich noch mit rein kann. Die Einkaufs Dinger hier drüben, die kannst du, wenn du magst, auch mit rauspacken. Wieder. Die was? Nur Diese raus. dieses Achteck da. Da ist nichts mehr drin. Da wird auch nichts mehr reinkommen. Oh, wie. Was für ein Achteck. Die 1 km-Zelle. Ja, warum war die da dann drin? Boah, ich kann sie nicht einfach so rausnehmen. Weil ich kein Kilometergeld bezahlen würde. Ja, aber Flo, wenn du das dann rausnimmst und das nicht mal reinkommt, das Bild ist drin. Du kriegst das Bild nicht weg, wenn es abgeschlossen ist. Du brauchst jetzt wieder eine 1K-Zelle. Wenn er die Geschichte einfach alles rausnimmt und abbaut? Es ist trotzdem abgeschlossen, als wäre das drin. Da kann man das nicht wieder aufschließen? Ja, dafür brauchst du aber eine 1K-Zelle nochmal. Ja gut, die Einkarte, dann lass es erstmal drin. Die Einkarte, die werde ich halt definitiv nochmal machen müssen, irgendwann mal. Müssen wir halt nur dran denken. Frag mich sowieso, was das da drin zu tun hat. Das sind keine Platten. Also theoretisch ist es eine Platte, nämlich eine Festplatte. Aber keine Platte zum. Wie eine Eisenplatte. Ja gut, das ist natürlich ein Stück Wahrheit dran an dieser Aussage.
Ist die Frage, baue ich von hinten nach vorne? Ich glaube ja. Ja, warum, Genie, wie dieser Hinterraum bei dir aussieht, das ist scheißegal, ne? Solange man das nicht sieht. Na, ja, dieser, wo du hinten deine Maschinerie hingesetzt hast. Bitte auflassen. Oh je. Diese Controller, waren die eigentlich recht teuer, Bambi? Welche? Die, für die Bins. Für die was? Für die Bins. Was für Bins? Mhm. Ich fragte, was für Bins? Na, die Schubfächer, die wir hier überall haben. Die Schubfächer selber nicht. Aber die Upgrades halt in dieser Mods. Nee, mir geht's doch darum, ob ich die jetzt gleich noch nebenbei noch mit zusammen crafte, bis die Kabel komplett alle durch sind. Hab ich vergessen, Screenshots zu machen die ganze Zeit. Ach, das ist. Vor allem, brauchen wir überhaupt diese Red Garnet, Sapphire, Perriot? Teilweise ja. Die brauchen wir für bestimmte Sachen, müssen wir die Teile einschmelzen. Das weiß ich jetzt nicht. Das haben wir aber, glaube ich, bis jetzt insgesamt plus 2 Mark gebraucht insgesamt. Ich würde halt, wie gesagt, sowieso sagen, ab einem bestimmten Punkt, scheiß drauf. Wir pumpen alles, was zu viel ist, in so eine Trashcan rein und gut ist. Also wäre jetzt so mein Gedanke. Das kann man irgendwann wirklich machen, wenn es wirklich mal soweit sein sollte. Aber aktuell ist alles, was du hast, eigentlich wichtig. Aber so die ersten Kandidaten, die hatten wir ja schon, die man wirklich, wirklich ohne. Also die man wirklich sehr viel hat. Gerade was das Elektrosinn betrifft. Damit kann ich ja wirklich um mich werfen. Ja, da habe ich ja deswegen auch schon den Seed rausgenommen, damit da einfach gar nichts mehr nachproduziert wird. Jetzt ist die Frage, Genie, möchtest du hier unten bei dir eventuell auch noch so einen ME-Controller haben? Also so ein Tableau, wo du mit drauf zugreifen kannst? Wäre schön. Weil dann würde ich es nämlich eventuell so machen, dass wir nämlich hier unten einen separaten Controller reinpacken bei Genie. Weil die Kabel konnten plus 4 oder 8 Einheiten. Die normale 4, die Dens, die dicken, die normalen 8 und die Dens 32 weil pro Seite. Unten sind wir nämlich dann schon bei 1, 2, 3. Bei 4 sind wir nämlich dann schon, okay, das könnte gerade noch so gehen. In Kombination mit der Geschichte. Und nicht wundern, der Reaktor ist momentan unten aus. Also. Nur falls jemand fragt. Nö. Ich habe nämlich so ein bisschen erweitert und ich brauche noch ein paar Kühlzellen. Weil ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn dieses Heating Level, wenn dieser Balken nach ganz oben geht. Weiß ich nicht. Ich habe so die Befürchtung, dann fliegt das Ding mir um die Ohren. Kann es sein, dass deine Taschen voll sind? Meine? Nö. Nee, deine, weil ich ständig irgendwelche Sachen einsammle. Meine sind es nicht. Komisch, du hast einen Blöcke hier abgebaut bei mir.
So, ich muss jetzt eins unten. Oh nee. Okay, die Glaskabel gehen kaputt, wenn man sie abbaut. Das ist gut zu wissen. Das ist doch normal. Was denn? Ach, nichts. Ich will auch lachen. Also auch mitlachen. Woran merke ich eigentlich, wenn ich jetzt bei dem Controller an einer Seite zu viel reingepackt habe? Sagt er mir das dann irgendwie oder muss ich dann das erraten? Was zu viel? Also jetzt mal angenommen, ich habe 9 statt 8. Ja, dann sagt er dir halt die ganze Zeit, dass er da keine Verbindung aufbauen kann. Muss ich ein Geräusch, Also sagt er dir nicht, das wird dann an. Dann steht da halt die ganze Zeit Missing Channel. Okay. Kann es sein, dass die Genie gerade was von mir aufgesammelt hat? Nö. Nee. Außer du hast Diamanten rausgeschmissen. Nee, ich habe eigentlich einen so einen Kristall hier oben, einen so einen Prosperity Shard aus Versehen fallen lassen. Dann habe ich den da wieder reingesetzt. Okay. Also die Code brauche ich noch. Was machen die Ärzte eigentlich schon wieder hier? Du baust doch hier irgendwas ab. Nee, aber die kommen nicht von mir. Ich hab's da zumindest nicht hingesetzt. So, Ist das eingeschmolzen? Das ist das Lumium, okay. Das nächste, was ich dann wahrscheinlich in Angriff nehmen würde, wäre vielleicht mal so eine ME-Speicherzelle für irgendwelche Flüssigkeiten, damit wir mal die ganzen Tanks wegbekommen. Mhm. Also gerade wie das flüssige Glas, was draußen ist. Sag dir aber jetzt einmalig vorab, ich habe keine Ahnung von diesen Flüssigzellen. Dann werde ich mich damit wohl mal befassen müssen. Ja. Ach, ich wollte es bloß rauslassen. Okay. Dann das nächste wäre jetzt ein Speicherbus, ne? Ja. So, du. Okay, das kann ich ganz einfach machen. Ich brauche Kisten. Sag mal. Ginny, warst du das? Mit den Ärzten? Was? Dann pack dir doch gleich hinten in die Kiste, damit sie verarbeitet werden. Hatte ich keine Lust. Ich wusste nicht, wohin, aber deswegen habe ich dich da hingeschmissen. So, was sind die Kisten, die ich ins ME reingepackt hatte? Nicht mehr da drin, weil sie nämlich in den Storage-Dingern waren. Wo sie nicht reingehört hatten. Gut, das ist natürlich dann ein bisschen. Ich brauchte die 4, hatte ich gesagt, ne? Und dann passt das. Ja, das passt dann so. Look, ich putze so. Jetzt geht das wieder los. Vier Stück brauche ich. Das haben wir drin. Und
Ah, aber nicht mehr da. Wo sind unsere ganzen Goldbarren hin? Zu Blöcke? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Ja gut, das könnte sein. Ja, davon brauche ich... Davon brauche ich 8. Kann ich gleich mal bearbeiten lassen. So. Und die nächste Geschichte wäre dann... Okay, da brauche ich nochmal 4. Nochmal 4 davon. Nochmal 8. Die nicht vorhin so massenhafte Basis-Schaltkreise gebaut? Es waren welche im Dings drin, ja. Na ja, gut. Da baue ich jetzt noch mal eine große Anzahl von den Dingern. Mal kurz gucken. Das war schon das. Ginny, es gibt ja hier die schönen Leuchtbälle von Tinkers. Mit Schnee und Glowstone. Sehe ich gerade. Oh, cool. Und das Turm brauche ich auch noch. Lass mich raten, die Transistoren sind jetzt auch wieder bei Genie. Ja. Wie heißt es, Flo? Jeder Gang macht schlank. Ich verlange jetzt ein Kilometergeld ab sofort. Jeder Block 30 Cent. Uff. Jetzt erstmal gucken, wo sind die? Bin ich blind oder sehe ich die gerade einfach nicht? Was suchst du mal wieder? Die Transistoren, die ich uns gebaut hatte. Was für Transistoren? Die Basisschaltkreise. Die grün oder die Schaltkreise, die Platten, die aussehen wie Platten? Die grauen. Das sind so schwarze Vierecke mit 3 Strichen unten dran. Teilweise. Sieht aus wie so ein Kamm. Da! Und ist keiner mehr drin gewesen. Gut, da brauche ich Papier. Weil da ist nämlich ein Lehrer irgendwo da drüben stehend. Bei dir. Okay. Dann brauche ich erstmal wieder Transistoren. Dann mache ich nur Sägemehl. Ja, das war eine große Anzahl. Kurz gucken. Für die Transistoren. Papier konnte ich herstellen aus Sägemehl, okay. Ich habe da so eine Idee. Ich bin auch gleich wieder. Bin mal kurz auf Toilette. Ich ganz viel Blut, okay. Ich gehe mal auf Monsterjagd. Viel Erfolg. Jo, ich werde einfach nur ein bisschen verrecken.
So, bin wieder da. Bibi. Ich, Aua. Was ist ein Aua? Ach, Skelett-Aua. Skelett-Aua? Böses Skelett. Nein! So, Schaltkreise, Gold, Eisen. Ja, toll. Aber Wampi, ich hätte doch sowieso eine Idee. Was hältst du davon, wenn jetzt das ME-System komplett leuchtet, erstmal, wenn wir dann die ganzen Kisten erstmal komplett abschaffen? Also alles, was an Kisten noch da ist. Wenn es genug Platz hat, weil mit den paar wird es immer noch nicht reichen. Das ist mir bewusst, aber wir hätten da schon mal eine gewisse. Wir kriegen da schon mal eine gewisse Ordnung rein. Bis du die wieder kaputt machst. Und ich sacke. Nee, wo ich diesmal alles ins Meer reinpacke. Ich meine, viel unordentlich kann ich da ja nicht machen. Da du jetzt die Dinger verbunden hast, wenn du Pech haben, wird das alles hier irgendwo. Ja, dann. Und dann ist Genie Schauer. Dann machst du ganz einfach, schließ die Dinger jetzt erstmal ab, sodass da erstmal nichts reinkommt. Alles, was überbleibt. Es sind aber ein paar Sachen, die brauchen wir nicht abschließen, weil was weg ist, davon ist weg. Ja, das sind die ganzen Schaltkreise-Dinger und so. Ja, nicht nur Schaltkreise, auch hier die Baumaterialien. Wenn die Treppen weg sind, sind die Treppen weg. Dann brauchen wir, haben wir keine mehr. Oder wir müssen es dann eben händisch wegmachen. Wer ist wir? Wir, na du, ich und Vampi. Aha. Warum? Na dann überleg mal, wer gerade hier schon wieder nur am stundenlang am Aufräumen war. Vampi? Nö. Okay. Spinnies! Mami-Spinnies! Und normale Spinnies! Creepy! Aua! Bumm! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist jetzt das Spinnenei kaputt gegangen? Schade. Du wolltest bespinnt züchten? Ja, ich wollte eigentlich echt jetzt mal gucken, was das ist. Ob das. Du bist wohl neugierig. Ja. Und blutsüchtig. Das weiß ich schon lange. Das ist nichts Neues. Deswegen habe ich ja gesagt, bevor ihr irgendwas baut, wäre schön, wenn ihr erstmal gucken könntet, was wir schon haben. Damit wir nicht alles doppelt und dreifach bauen. Deswegen tue ich jetzt auch alles eins im E, weil da kann ich gleich nachgucken, ist es da oder ist es nicht da. Und der nächste Schritt wäre dann halt eben, die ganze Geschichte so zu machen, dass das Zeug dann auch noch automatisch hergestellt wird. Das braucht eh noch 3 Jahre. Ja, sag das mal nicht. Es kann jetzt schneller gehen, als der lieb ist. Richtig automatisch dauert es 3 Jahre. Glaub mir einfach. Ja gut. Da wirst du ja wahrscheinlich recht haben. Wer bin ich, dass ich dich, dass ich dir das in Frage stelle? Was brauche ich? Ich brauchte Platin. Haben wir kein Platin mehr da? Ich habe kein Platin genommen. Gut, haben wir viel. Dann brauchte ich noch diese komische Legierung. Nee, brauchte ich nicht, siehste. Das war bloß bei den erweiterten Teilen. Gut. Und die Geschichte. Also Bambi, wir werden uns jetzt wahrscheinlich gleich nicht mal vor Dings retten können, ne? Hm. Was ist Dings? Na, Dings und Bums, das kennst du doch. Nee, vor Basisschaltkreisen.
da hatte ich eh heute schon 20, 30 Stück in dem E gesehen. Von den Grünen. Die sind schon alle wieder weg. Sind alle schon zu roten verkraftet worden, beziehungsweise zu diversen anderen Spielzeugen. Damit gleich nochmal gebaut. Gar nicht mal so genau sagen, eigentlich ehrlich gesagt, was ich damit angestellt habe. Oh, ich sehe gerade was. So, falls ihr irgendwann mal was habt, ne? Es wäre schön, wenn ihr. Ich stelle sie euch da rein. Also was und wo rein und wie? Ich hab's. In diesen Kisten hier muss es wieder. Oh, die nicht. Also die Transistoren, die kann ich dir gleich anbieten. Hast du... Da sind Transistoren drin. Ja, du sollst sie aber da reinlegen, wo das. Ja, war. Ich habe mich gerade verklickt. Tut mir leid, ich bin so, auch noch nimm Mensch. Mal wieder raus, bitte. Und gib mir mal meine Kast. Dings wieder, was du in der Hand hast. Ist in der Schreinerei. Hä? Ist in der Schreinerei. Was für eine Schreinerei jetzt? Das Ding da. Ja, das lesensmächtig ist. Ja, Flo. Staub brauche ich, okay. So, hier ist alles wieder sortiert. Und Flo, wenn du jetzt irgendwas hast, wenn du. Kannst du auch erstmal in dieser Wand hier erstmal reinpacken. In welche Wand? In der hier. In der hier? Ich sehe gerade nichts weiter. Also ich sehe wirklich viel. Wo du ja, hier zeigst. Hinten. Wenn du rein rausgehst hier, dann. Dort rein. Da, hier. Kannst du erstmal reinpacken. So, warte, da ist noch mehr. Das kannst du zum Beispiel noch rein. Wenn du nicht weißt, wo es reingehört, oder wenn du nicht. Also, ich meine jetzt nicht, dass du, wenn du weißt, wo es hingehört, zum Beispiel Elektrozeug zu Elektrozeugs, dann machst du es auch dahin, ab nicht, dass du, dass ich jetzt dir alles hinterher jage. Ach so, schlau bin ich jetzt schon auch. Was mit Goldplatten und Silikonplatten? Der Curryreis ist lecker, Genie. Ja. Schauen wir mal, hier habe ich wieder einen Käse für dich, aber diesmal einen Kuhkäse. Ein Kuhkäse. Nimm doch einfach richtig Käse und nicht dieses billige Imitat da. So, Red Alloy Plates. Ich pack's dir in den Kühlschrank. Geht Juhu. Nicht. Ich pack's dir in die Kiste neben den Kühlschrank. Jetzt brauche ich 8 Stück davon. Genie hat meine Elytras gefunden. Nee, ich hab die einfach da rausgenommen, weil ich weiß nicht, wohin damit. Ich sag ja, sie hat meine Elytras gefunden. Hab ich damals mal, bin ich extra durch den End gelaufen, nur weil ich die haben wollte. Mhm, interessant, interessant. Hatte ich nicht gerade noch Silikonplatten? Das ist eine Buried Treasure Map. Da kannst du einen Schatz finden. Also wenn du willst, schnappst du die Karte und dann kannst du loslegen. Ja, sie ist im Mülleimer gelandet. Tut mir leid. Okay. Gut zu wissen. Auf die Goldplatten warte ich gerade. Außer Bambi, du brauchtest sie noch. Nö. Ich bin heute hier, ne? Guck an. Ne, gucke an. Oh. Aber weil, wisst ihr was? Wasser ist nass.
Da habe ich ehrlich gesagt gerade wirklich dran gedacht. Ja, bitte. Lass mich raten, ich bin jetzt bestimmt da dran. Nö. Ich meine, wir haben Samstag. Ja, und weiter? Samstag? Heute? Ja, auch. Ja, und was ist damit jetzt so besonders? Wir sind durch. Ach, stimmt. Ja, das kann sein. Das kann nicht nur sein, Flo, das ist so. Ich will die Geschichte aber noch zu Ende bringen. Ja, was ich... Ja, mach, mach. Jetzt hast du Schini getroffen. Au. Ich lauf. Dafür kann ich jetzt nichts. Ey. Und damit tschüssi und tschüssini. Tschüss. Tschüss.